Niklas Wilson Sommer spielt also meinen Fußballschuh und es kommt kein Video dazu. Da habt ihr euch getäuscht. Natürlich wollen wir darüber heute sprechen und vielleicht für euch auch die ein oder andere spannende Info liefern. Und zwar, Leute, um das Ganze mal so ein bisschen von hinten aufzurollen. Ihr kennt ja hoffentlich mein Format Fußballschuh-Designs, wo wir zuletzt beispielsweise Rodrigo Salazar von Schalke 04 besucht haben, um ihn mit einem eigendesignten Fußballschuh zu überraschen. Sprich, in diesem Format designen wir einfach Fußballschuh für Fußballprofis. Für mich eine absolute Leidenschaft als Fußballschuh-Nerd, kann man eigentlich sagen. Und da gab es ja schon eine Folge, die auch bei euch sehr, sehr gut ankam, und zwar mit Eli Geller. Da waren wir in Berlin, haben ihn mit einem Fußballschuh überrascht, von dem er nichts wusste. Wir hatten dafür nur 2 Tage Zeit, um einen Fußballschuh zu bedrucken, hin und her zu schicken, um nach Berlin zu fahren. Deshalb wurde der Fußballschuh natürlich auch ein bisschen schwieriger zu designen. Wir haben uns dann für einen Elevate-Fußballschuh entschieden. Und auch seine Reaktion damals war sehr, sehr witzig. Ich hoffe, ihr kennt das Video noch. Okay, er ist jetzt vor Ort. Ich bin sehr gespannt gleich, ob er Bock hat und überhaupt den Schuh drauf reagiert. Aber davon gehen wir eigentlich schon aus. Ich gebe dir mal den Schuh, mach ihn mal auf und dann kannst du reagieren. War dann sehr, sehr spontan. Wenn man natürlich gewusst hätte, hey, er mag das und das mehr oder wir hätten noch einen weißen Fußballschuh bestellen können, wäre das natürlich deutlich cooler gewesen. Nichtsdestotrotz, bei euch kam das sehr, sehr gut an und hat auch mega Spaß gemacht, ihn mal vor Ort zu treffen. Guck ab und zu auch seine Videos ganz gerne an oder auch seine Stories, ist immer sehr unterhaltsam. Deswegen auf euren Wunsch haben wir da dann ein Video mit ihm machen können. Hat, wie gesagt, ultra Bock gemacht. Und jetzt, ein paar Wochen oder schon fast Monate später, gab es ein neues Video von ihm, wo man ihn mit diesem Fußballschuh tatsächlich nochmal entdeckt hat. Und zwar, Leute, es geht hier um dieses Video von Eli. Ich verlinke es euch natürlich auch unter dem Video. Ich darf nicht so viel zeigen. Ich weiß nicht, ob das sonst geblockt wird, aber jetzt kommt der spannende Teil. Und zwar, ihr seht es jetzt gleich hier. Nico getroffen und ich rüste den Mann hier aus. Wir haben zur Auswahl die hier, 42. Und wenn du Macher bist, spielst du mit denen hier. Hard work beats talent every time. No words. Und das Hard work beats talent every time, das stimmt auf jeden Fall, haben wir für ihn im Livestream gesehen und deswegen haben wir es dann auch im Schuh untergebracht, war natürlich sehr farbenfroh. Jetzt aber, wie gesagt, der entspannende Teil, dass auch Willi den tatsächlich gespielt hat. Guck dir den Bomber an, Love Hurt steht auf dem Schuh drauf. Guck mal die Kombination, Adidas, Elevate, Love Hurt Schuhe. Ja, Adidas Hose und Knickstreckung, verrückt. Und da kam ich natürlich dann auch auf die Idee, Leute, wäre es denn vielleicht sogar sinnvoll, mal einen Fußballschuh für Willi zu designen? Haben auch sehr, sehr viele sich von euch gewünscht. Wir werden später auch mal noch in die Story reingucken, ein bisschen die Vorschläge anzugucken, was denn ihr euch eigentlich gewünscht habt, welchen Spieler wir als nächstes machen sollen. Aber so vorweg, Willi wurde sehr häufig genannt. Das heißt, wenn ihr da mal Bock drauf hättet, lasst gerne Feedback da. Und dann brauche ich natürlich auch eure Hilfe, denn an so einen Typ ranzukommen. Ich kenne es ja selber. DMs, da übersieht man das Ganze relativ einfach. Ich versuche auch alle Nachrichten zu beantworten, manchmal ist es aber nicht möglich. Deshalb bräuchte ich da dann doch schon eure Unterstützung. Ihr könnt gerne mal einfach beim Willi in das neuesten Post kommentieren, hey, lasst dir mal Fußballschuh von David designen und verlinkt mich dann. Vielleicht haben wir Glück, wir werden natürlich dann auch ein Gewinnspiel für euch machen, um den einen oder anderen Zuschauer dann auch von Willi was signieren zu lassen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, wenn das natürlich klappen soll und er Bock da drauf hat. Aber ich schätze ihn auf jeden Fall als sehr, sehr sympathischen Typ ein. Hätte ich auch echt Bock, mal was zu machen mit ihm, deswegen bleibt auf jeden Fall spannend. Was auch spannend ist und sehr, sehr häufig gefragt worden ist, deshalb auch heute so ein kleines Video dazu, ist, was sind eigentlich so meine Top 3 bis Top 5 Folgen und Fußballschuhe, die ich bisher designt habe oder gedreht habe. Habe ich mir noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht, deshalb dachte ich eigentlich perfekter Anlass, weil wir schon so krass viele Folgen hatten, da ein kleines extra Video zu bringen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Aber weil auch, wie gesagt, Willi diesen Fußballschuh jetzt gerade gespielt hat, wollten wir das als Aufreißer natürlich nochmal nutzen, um auch von euch zu wissen, welchen Spieler, welche Persönlichkeit würdet ihr gerne in diesem Format sehen. Lasst Feedback da und ich würde sagen, ich schaue jetzt mal nach, was denn eigentlich meine Top 5 sind. Ich habe jetzt schon ein bisschen länger noch überlegt, bevor ich jetzt gerade wieder ins Video reinstarte, was sind denn eigentlich meine Top-Folgen? Und ich tue mich da sehr, sehr schwer, weil einfach jede Folge was Besonderes war und manchmal das Persönliche ein bisschen anders ist als die Bekanntheit des Spielers. Deshalb gibt es jetzt ein paar Highlights ohne Reihenfolge, aber dann auch meine Top 3 Schuhe, die ich bisher designt habe. Einmal so ein paar Insights, denn viele wissen es ja nicht, bei diesem Format nehme ich ja nicht jeden Spieler an. Also mittlerweile schreiben mir auch Bundesliga-Spieler, ob ich einen Schuh für sie designen kann. Allerdings mache ich das nur für Spieler, die ich extrem feiere. Ist natürlich ein Nachteil, weil zum einen hätte ich ja natürlich mehr Videos bringen könnte, aber ich will, dass das Format speziell bleibt und wie gesagt, dass ich ja auch Bock drauf habe.
Das heißt, der eine oder andere prominente Spieler war schon bei mir in den DMs, werde ich natürlich heute jetzt nicht zeigen oder generell nicht zeigen. Freut mich natürlich mega, aber wie gesagt, ich will das Ganze exklusiv halten und immer gucken, dass ich den Spieler feiere. Und ganz besonders wird natürlich immer die Folge mit Vincenzo Grifo sein. Das war der allererste Spieler bei diesem Format und gleichzeitig noch mein Lieblingsspieler aus der Bundesliga. Den haben wir bei einem Dreh überrascht. Ich habe gesagt, hat er nicht mehr Bock auf eine Fußball-Challenge. Ich meine, da ist er direkt dabei, kommt nach Freiburg. War mir in Freiburg und er wusste einfach nichts, dass wir einen Fußballschuh für ihn designt haben und ihn dann vor Ort zu übergeben. Die Reaktion war sehr, sehr cool, hat ultra Spaß gemacht und vor allem Vincenzo Grifo, wahrscheinlich einer der sympathischsten Spieler, die ich jemals kennenlernen durfte. Mittlerweile sehe ich ihn zum Glück relativ häufig. Bin ich echt stolz drauf, weil ich den Spieler einfach so krass feiere. Hat immer Bock, sowas zu machen, ist immer on fleek, deswegen einfach eines meiner Highlights, weil ich den Spieler selber sehr, sehr viel mag, sehr, sehr stark mag. Auch mein Topspieler bei Kickbase. Aber es gibt noch weitere sehr, sehr krasse Highlights. Vor allem natürlich Sadio Mané vom FC Bayern München. Hätte mir mal jemand gesagt, dass ich für Sadio Mané einen Fußballschuh designen darf und dass er dann auch so reagiert. Wow. So we worked with the essential. Why I don't have this? Why I don't have this? Den hätte ich wahrscheinlich damals für verrückt gehalten. Absoluter Traum für ihn mal einen Schuh zu designen. Und dann hat er wie gesagt auch noch den Schuh so gefeiert, dass er gefragt hat, ey, warum habe ich so einen Schuh eigentlich nicht? Das war schon echt krass zu sehen. Da war ich auch sehr, sehr nervös, weil er wusste, wie gesagt, natürlich nichts vom Schuh. Das heißt, es war sehr, sehr schwierig, das Ganze umzusetzen. Dann war der Schuh falsch. Dann müssen wir morgens, bevor wir nach München gefahren sind, nochmal zu einem Textildruck gehen, um das Ganze nochmal zu überarbeiten. Also die Folge war richtig geil, hat ultra Spaß gemacht, aber war maximal stressig. Die meisten sehen auch nicht, welche Kosten und welche Zeit hinter diesem Format steckt. Da sind echt Tausende von Euros pro Folge drin und auch extrem viel Arbeit und Stress, um das Ganze mit Spieler, Kameramann, Schuh und so weiter zu managen. Aber genau das macht das Format, glaube ich, auch so spannend. Dann auch eines meiner Highlight-Folgen war natürlich mit Dodi Lukebakio, einer meiner Lieblingsspieler in der Bundesliga, einer der sympathischsten überhaupt. Der hat sich mega gefreut, hat uns zum Spiel eingeladen. Wir waren in der VIP-Loge, hat uns noch besucht. Also es war schon wirklich extrem cool. Und auch der Schuh, muss ich sagen, der gefällt mir extrem gut. Wird vielleicht auch gleich noch bei meinem Top-Fußballschuh eine Rolle spielen. Aber was auch immer sehr, sehr cool ist, ist, wenn man bei den Bundesligaspielern zu Hause sein kann. Wie beispielsweise bei Marius Wolf. Das war ein sehr, sehr cooles Video, weil wir zuerst beim Bundesligaspiel waren. Und danach wurden wir zu ihm eingeladen und haben ihm dort einen Schuh überreicht. Das war ein cooler, also fand ich ein sehr, sehr cooler Vibe, weil wir einfach so diesen Stress hatten. Wir standen im Stau, wussten nicht, schaffen wir es noch pünktlich zu Marius nach Hause. Dann auch noch so ein krasses Spiel, wo er fast ein Tor gemacht hat. Das war einfach sehr, sehr cool. Oder auch zuletzt natürlich bei Salazar zu Hause. Auch ein sehr, sehr sympathischer Typ. Vor allem, wenn man überlegt, mit welchen Vereinen und Spielern wir schon drehen durften, finde ich extrem krass. Auch, was natürlich noch genannt werden muss, fällt mir direkt ein, Vinicius Junior. Auch für den haben wir schon ein Schuhdesign, deswegen auch sein Trikot hinten in der Bootwall. Wird immer ein besonderer Platz bekommen. Vor allem, er hat den Schuh dann auch noch im Training gespielt. Also es war schon wirklich absolut surreal, wenn man sich mal vor Augen hält, mit welchen Spielern wir schon zusammengearbeitet haben. Mit Sadio Mané, Vinicius Junior beispielsweise. Das sind so zwei Namen, das klingt echt krass. Also für mich ist es auf jeden Fall krass. Ich hoffe natürlich für euch auch im Bereich der Unterhaltung. Dann hatten wir, wie gesagt, noch ein paar sehr, sehr coole Folgen mit Lieblingsspieler aus der Liga, Christian Günther, auch ein extrem sympathischer Typ. Nur überlegen, ob wir noch irgendeine Folge Marco Richter beispielsweise, hat auch ultra Spaß gemacht, weil der Typ so krass ist, mit dem bin ich auch noch in Kontakt, den mag ich sehr, finde ich sehr, sehr sympathisch. Hoffe ich, dass ich ihn bald mal wieder im Real Life sehe. Und wen hatten wir denn noch, wo mich so besonders gereizt hat? Benny Hendrix, Robert Andrich, da waren echt krasse Namen dabei, wenn man sich das mal vor Augen hält. Finde ich schon echt cool, was wir mit diesem Format bisher geschaffen haben und was natürlich hoffentlich noch nicht das Ende ist. Jetzt aber noch zu meinen Top 3 Schuhen. Wir starten rein. Platz 3 tue ich mich noch ein bisschen schwer. Da schwanke ich noch ein bisschen zwischen zwei Schuhen, aber es ist tatsächlich der für Dodi Lukebakio, der Nike Vapor in diesem ja, Glaubensdesign, kann man sagen. Er wollte unbedingt seinen Glauben am Schuh unterbringen, deswegen haben wir vor allem die Innenseite, finde ich, sehr, sehr cool hinbekommen mit dem Friedenstaub und auch der Nike Swoosh hat so wirklich ein cooles Highlight. Der hat mir besonders gefallen, dann auf Platz Nummer 2, mit 1 fast ebenwürdig, aber ich würde sagen, Platz Nummer 2 ist der von Marco Richter, der Puma Future in Gold-Weiß. Den finde ich extrem geil, weil gold und weiße Fußballschuhe einfach mal extrem gut funktioniert. Ist minimalistisch, aber genau das finde ich eigentlich mal sehr, sehr geil. Und meiner Meinung nach den besten Schuh bisher ist der von Rodrigo Salazar. Einfach, weil er genau meinen Stil wieder gibt. Also ich möchte eigentlich ein minimalistischer Schuh. Ist bei dem Format immer Fluch und Segen zugleich, weil ihr wollt natürlich einen auffälligen Fußballschuh.
Aber ich will natürlich auch designtechnisch mich da aufs nächste Level heben. Da haben wir dann einfach eine Schnürung zum ersten Mal bedruckt. Das war auch eine große Herausforderung. Sieht aber sehr, sehr geil aus. Dann eine silberne Chromsohle, ein bisschen diesen Ruhrpott-Vibe aufzunehmen. Und dann an der Ferse die zwei Porträts von einem Tiger und einem Löwen. Das fand ich, sieht einfach extrem geil aus. Für mich der beste Fußballschuh. Bin mal gespannt, wie ihr das seht. Könnt gerne mal eure Reihenfolge 1 bis 3 in den Kommentaren dalassen. So, Leute, jetzt mal kurz noch mein Handy geholt, um zu gucken, welche Namen ihr denn am häufigsten genannt habt für die nächste Folge. Ein paar Highlights für mich sind auch dabei. Ismail Jakobs beispielsweise finde ich sehr, sehr cool, weil er einfach einen krassen Style hat. Aber die meisten Namen waren ganz klar Karim Adeyemi. Das hat mich jetzt wenig überrascht. Jamal Musiala finde ich natürlich auch extrem krass. Ist aber sehr schwer natürlich ranzukommen. Er hat einen Exklusivvertrag bei Nike, darf eigentlich keine anderen Schuhe spielen. Dann Willi, wie angesprochen bereits. Das hat noch Niklas Füllkrug, wurde auch sehr, sehr häufig genannt. Hätte ich auch mal Bock drauf. Mit dem Weihau schon mal so ein bisschen in Kontakt wegen was anderem. Deswegen wäre es eigentlich ganz cool. Dann Nader Chindawi wurde oft genannt. Bellingham, das wird ja leider sehr, sehr schwierig, zumindest vorerst. Jesper Lindström habe ich auch sehr cool gefunden. Robert Andrich hatten wir schon. Linden Meiner, auch ein cooler Spieler. Marco Reus oder Rafael Guerrero wäre natürlich auch geil. Wir haben noch am Start. Lukas Höhler, SC Freiburg, natürlich immer cool. Nkunku würde ich auch ultra feiern. Kolo Muani, auch ein krasser Spieler. Thomas Müller, schwierig. Thorgan Hazard, auch cool. Götze, Marvin Ducksch, Philipp Max. Nochmal Marco Reus, Dominik Soboschlei. Kobel, Schlotterbeck, Rodrigo, Florian Kainz, Mukoko, Füllkrug wieder, Jonas Hector. Also da sind einige Namen am Start. Da hätten wir auf jeden Fall noch eine oder andere spannende Folge mit am Start. Ihr könnt gerne mal eure Kommentare da lassen, welchen Spieler ihr am liebsten hier auf dem Format sehen wollt.